Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados. Und ja, wir sind mit einer guten Frau geflohen und machen jetzt auch nach O'Hara's Ranch. Schauen wir mal, das wird. Gibt's schon unsere Schwierigkeitsgrad? Kann man den ändern? Okay, wir haben den normalen. Naja, lassen wir den normal. Wir wollen jetzt gar nicht versuchen, das schwierig zu machen, weil ich finde es schon so schwierig genug eigentlich. Schauen wir mal, die glorreichen 5. Okay. Bin gespannt. Boah, Schwippschwapp, kennt ihr das? Zieht ganz gut rein. O'Hara Ranch. Hart am Arbeiten. Ja, Scheiße. Hey, hör auf deinen verdammten Daumen zu schlagen. Tut mir leid, Mr. O'Hara. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Sag dir dann, sie sollen nach Hause gehen. Verstanden. Viel Glück, Sir. Hector, ist das der Rest vom Teeröl? Aber sicher. Alles andere haben wir ausgekippt, wie Sie verlangt haben. Den werden wir Feuer unterm Hintern machen. Hey, sieh mal an, wer da ist. Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Schön, dass Sie beide es zu unserem kleinen Grillfest geschafft haben. Wer ist dieser Vogelscheuche, Amigo? Mein Name ist McCoy. Ein bisschen heller machen. Amigo. McCoy? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an der Seite eines Schotten kämpfen würde. Nicht böse gemeint. Schon gut. Hör zu, wir haben Reiter gesehen, die den Bergpass herunterkommen. Nun gut, dann legen wir mal los. Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten. Demjenigen, der die meisten erwischt, spendiere ich eine gute Flasche Whisky. Abgemacht. Whisky, hm? Geht klar. Ich werde mich unten im Bootshaus verstecken. Guter Mann. Guter Mann. Was ist mit Ihnen, Mr. McCoy? Meinen Sie, das kriegen Sie besser hin als Mr. Hector? Als ob ich gegen einen Neandertaler wie ihn verlieren würde. Halten Sie den Whisky bereit. Gut. Das gefällt mir. Sie haben mir nie gesagt, dass Ihr Freund den Charme einer Klapperschlange besitzt. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn. Ich würde sagen, wir gehen besser rein, bevor Sie kommen. Also gut. Zeigen wir diesen Mistkerlen, wer der Boss auf dieser Ranch ist. Ich. Onkel bin Ian? Der Boss. Was? Was ist denn, Katie? Das ist alles meine Schuld, oder? Wovon zur Hölle redest du da? Wenn ich die Urkunde nicht verloren hätte. Oh, Katie! Higgins hat alle betrogen, nicht nur dich. Ja, aber... Kein Aber. Das stehen wir jetzt durch. Das tun wir immer. Du hast wohl recht. Zeigen wir diesen Hunden von der Company, warum man sich nicht mit deinem O'Hara anlegt. Genau. Schweinebacken. Na? Vorsitzende. Geben Sie auf, O'Hara! Die Ranch gehört jetzt uns! Das ist unser Land, du stiefelleckendes Stück Müll! Flieh zu dem Wind zurück und sag ihm das! Tja, klingt, als wären Sie beschäftigt. Dann wird es wohl Zeit, mir mein Geld zu verdienen. Worauf wartet dieser Einfallspinsel? Er wird sich doch wohl nicht noch im Bootshaus versteckt halten. Ich werde besser mal hingehen und nachsehen. Okay, dann müssen wir hin. Kleines Wegelchen. Überall sind Männer von der Company. Gut, dass es Nacht ist. Ich muss nur unauffällig bleiben und das Licht meiden. Prima. Zuerst muss ich mich allerdings um diese Scherzkekse kümmern. Gut. Erstmal schon speichern. McCoy kann eine Fläche mit Sumpfgas werfen, das alle Wachen in seinem Radius ausnockt. Longcoats sind durch ihr Bandana geschützt und können nur vorübergehend ausgenockt werden. Okay. Gut, dass ich aufgestockt habe. Ein einzelnes Fläschchen sollte reichen. Schön vorsichtig. Okay, versuchen wir mal. Vorsicht. Ich sollte mich um sie kümmern, bevor sie aufwacht.
Ass für die Geier. Ich bring's einfach alle um. Das war's für dich. So. Sollen wir irgendwo hinbringen, wenn wir im Licht sind? Schaffen wir dich aus dem Licht. Hier habe ich Karten, Brüche, Schusswunden. So, jetzt kommen die auch nochmal weg. So ein bisschen, dass nicht alle im Weg liegen. So richtig viel können wir gar nicht machen gerade. Jawohl. Manche Lichtquellen können ausgelöscht werden. Sehen Wachen ein ausgelöschtes Licht, so gehen sie dorthin, um es wieder anzuzünden. Also können sie damit auch anlocken. Ah, da ist zum Beispiel ein Licht, ne? Ja, wie können wir sie ausmachen, ist die Frage. Mal gucken. Im Licht an ihnen vorbeizukommen. Vielleicht sollte ich die Lampe löschen. Das könnte sogar die Wache anlocken. Welche Lampe? Du denkst, das Ding hier auch löschen? Die große Lampe hier? Also geht's nur um diese Lampe hier. Wer braucht einen Arzt? Gut, aber er würde mich ja sehen da. Was mache ich denn da jetzt? Irgendwie den Typen ablenken, ne? Scharfen, Brüche, Schusswunden. Okay. Die Ziele. Auf die Sicht. Also er sieht uns ja recht gut da. Obwohl das eingeschränkt ist da, ne? Also er sieht mich vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob er es nicht mehr. Ach, tatsächlich, er sieht mich nicht. Wegtragen hier. Schaffen wir dich aus dem Weg. Komm, wir legen dich hier ins Gebüsch. Ich habe keinen Bock, so weiter jetzt zur Tür zu laufen jetzt. Das dauert mir zu lange. Legen wir sie direkt hier rein. Und weg ist sie. So. Hier laufen wir 1, 2, 3. Hier, da steht auch einer. Die Wache mit der Lampe behalte ich besser mal. Okay. Der hier, ne? Den behalten wir mal so. Kann ich, warte, ich spreche mal kurz raus. Kann ich da zu den Typen hingehen, den erledigen darf? Ja, okay, das war dumm. Warte. Ja, das war auch dumm. Okay, da ist noch ein anderer, der guckt. Gut, dann müssen wir es anders machen. Also er guckt ja die ganze Zeit dahin, er läuft da längs. So. Das sind natürlich viele Leute, die man hier wegflanken muss. Er dürfte mich doch eigentlich gar nicht sehen, obwohl er sieht mich natürlich nicht killen, ne? Das ist das Blöde. Schwierig, schwierig. Ah, habe ich auch gesehen, okay. Was sich umgedreht hat. Ist das wen Mann! Okay, anders. Aber wir holen ihn wieder, wir locken ihn mal hier ran, pass mal auf. Ich klappt das ja wirklich. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Bringt, weiß ich gerade gar nicht. Ein bisschen blöd. Mal schauen.
Wer dieses Täschchen sieht? Hier mit dem Poncho? Alles an seinem Platz. Okay. So weit können wir leider nicht werfen, das ist das Problem. Wer will einen Blick ausgeben? Hier ist nicht. Das sieht jetzt tatsächlich nicht. Scheiße. Warte mal. Laden wir nochmal neu. Den killen kann ich auch nicht einfach. Warte mal, ich warte mal ab, bis er sich wieder umdreht. Ja? Und dann laufen wir in diese Richtung. Ja. In welche Richtung gucken die beiden denn? Der guckt auch mal nach da, der Spacko. Warum müssen die alle immer nach da gucken? Dann können wir vielleicht... Hat mir schon oft den Hals gehört. Dann gehen wir einfach mal dahin. Wer will einen Blick ausgeben? Mal sehen, ob es klappt. Wer da jetzt hingeht, dass wir denn vielleicht ihn da anlocken können. Wenn er hier rüber guckt, heißt das natürlich, ne? Jetzt sehe ich ihn gar nicht, ne? Nee. Nichts beschädigt. Aber... Okay, wie machen wir das? Das ist eine gute Frage, ne? Einmal ganz kurz gucken, wo... Beladen und bereit. Werfen wir den Müller aus. Angewissen. Ah, er kommt hier rüber, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Das geht erstmal los. Vielleicht klappt das ja trotzdem. Nicht persönlich nehmen. Gut, den sind wir losgeworden. Jetzt haben wir nur noch den... Da sieht ihn ja eigentlich keiner mehr von da. Wenn der gleich eine Lampe kommt, killen wir ihn hier an der Seite, würde ich sagen. Das macht es am einfachsten. Ich muss mir noch mal kurz ein Getränk ein hier. Werden wir kurz warten, bis der blöde Cowboy kommt. Das hat mich schön gekleckert hier. So, warte mal. Kriegen wir kurz hin. Alter, schön gespritzt hier. So. Wo guckt er denn jetzt hin überhaupt? Für die Geier. So, den nehmen wir den auch mit. Hier ist noch jemand entdeckt hier. So. Mal ganz kurz hier meine Tastatur cleanen. So. Damit ich nicht komplett alles voll mit Cola hier habe, beziehungsweise Schlüpfer. Ja, perfekt. Wenn wir mal kurz nebenbei was machen will, dann klappt es natürlich überhaupt nicht. So, also, wir haben jetzt noch die beiden da. Er ist ja eben im Rücken zu mir. Speichern. Oh, hat er gesehen da drüben, oder? Nee, er sieht es nicht. Wieso sieht er es nicht? Ach so, weil ich nichts mache gerade, ne? Dann sind wir auch gleich weg das mit den Leuten. So, ich glaube, großartig wegfragen müssen wir die jetzt nicht.
speichern einfach mal. Okay, machen wir mal das Licht aus. Warum packen wir das? Offenbar geben die Longcodes den Ton. Ich gehe ihnen besser erstmal aus dem Weg. Also wir speichern mal kurz. Ich guck mal, ob ich nicht schön vorsichtig das hinbekomme, die alle. Alles oder keine Sorge. Okay, das bringt nichts. Hätte klappen können, aber es bringt nichts. Mit der Lampe müssen wir wahrscheinlich aus killen. Das ist hin, wenn er jetzt hier kommt. Er kommt hier gar nicht hin. Strohhaufen und zünden ihn an. Warum packen wir das? Wer hat hier das Sagen? Er guckt dahin. Ja, die sind alle sichtbar. Das heißt, wir können uns eigentlich nur vorbeischleichen irgendwie, oder? Und zwar da an diesem. Wir müssen eigentlich nur da an diesen Haufen da raus. Aber er hier macht den. Obwohl. Warum packen wir nicht einfach die Scheune ab? Yeah! Das ging auch mal wunderbar. Aber wo müssen wir hin? Wir müssen ja ganz hier runter in dieses Wasserding, ne? Das Hector, kann ich hier runterspringen? Das wäre natürlich genial. Da ist das Bootshaus. Wenn er noch drin ist, sollte ich besser nach ihm sehen. Ja, wir gucken mal hier im Bootshaus, ob er da drin ist. Die Tür ist verschlossen. Aber das lässt sich regeln. Okay, wir kommen da sogar rein. Perfekt. So, Hector, jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Danke hier. Fürs Öffnen. Die verdammte Tür ist hinter mir ins Schloss gefallen. Na, wollen Sie mir etwa sagen, dass ein Kerl wie Sie keine verschlossene Tür aufbekommt? Nicht so leise wie du. Und? Was habe ich verpasst? In Ordnung, O'Hara. Sie haben es so gewollt. Oh, Dynamit. Oh. Mit Gatling Gun. Oh, Zeit für die schweren Geschütze. Tut mir leid, Boss. Wir warten noch immer auf die Munition. Ach so. Muss ich denn hier alles selber machen? Du, komm mit mir, um die verdammte Munition zu holen. Gut. Ihr übrigen Dumpfbacken, beschäftigt euch bis dahin. Muni. Wenn die Muni fehlt, geht natürlich gar nichts. Nun, mein Plan war es, die Longcodes auszuschalten. Die haben das Sagen. Wenn die erledigt sind, haben wir vielleicht eine Chance. Dafür bin ich genau der Richtige. Große Jungs sind meine Spezialität. Oh, natürlich. Pass auf, ich habe noch etwas, das uns helfen könnte. Siehst du das Glänzen am Boden? Das ist Teeröl. Brennt wie Zunder. Sogar bei Regen. Aha. Wir schnappen uns am Feuer eine Fackel. Warten, bis jemand reintritt. Und zünden sie dann an. Tja, ich finde, das ist einen Gedanken wert. Also gut, legen wir los. Okay, die drei muss ich wahrscheinlich legen. Ich hab den Whisky schon im Blick. Ganz wie Sie wünschen. Du sprechen wir mal. Hector kann seine Abgesägte verwenden, um mehrere Feinde mit einem lauten Fernangriff auf einmal auszuschalten. Alle Feinde mit des roten Kills werden getroffen. Okay, sollen wir Hector lieber benutzen? Können wir auch machen. Ist mir egal. Die großen Kerle übernehme ich. Ich muss wohl laut werden. Ich hätte gedacht, dass wir auch lautlos killen können. Ich teste es mal, wie es ist. Schöne Knarre. Wir warten mal kurz. Das ist sehr laut, aber es ist keiner in rundherum, ne? Darüber? Drei erledigt. Ist das eine gottverdammte Abgesägte? Wunderschön, nicht wahr? Also alle erledigt. Ich habe eine Hütte gefunden. Oh, wie war das mit dem leise sein? Ja, macht doch nichts, wenn keiner mehr übrig ist. Ölfallen können entzündet werden. Dadurch werden alle in Reichweite getötet, ohne dass ein Lärm ausgelöst wird. Schnapp dir eine Fackel von einem der großen Lagerfeuer und wirf sie ins Öl. Vorsicht, sobald du eine Fackel trägst, bist du sichtbar. Betrittst du mit der Fackel ein Gebüsch, wird sie ausgelöscht. Okay. Wo ist denn Öl hier?
Da ist ein Ölfeld. Die wollen wir nicht killen gerade. Da ist Geröll, da können wieder ein paar Leute da beim Geröll killen. Warte mal. Halten wir uns ran. Das sollte als Fackel reichen. Vorsicht, jetzt können sie uns sehen. Aber wo siehst du denn? Da oben ist ein Ölfeld, klar. Aber sonst sehe ich hier gar nicht so viele. Nein, was? Ölig ist es hier nicht. Bis uns da nochmal, ne? Okay, wir sollen die alle erledigen. Das heißt, wir müssen den da oben auch erledigen. Ich speichere mal kurz. Ich stapel das Stroh hier auf. Was zum Teufel? Ich sehe ja, nein! Was war dumm? Der gibt sie leider nicht hoch. Und schmeißen kann ich sie nur so kurz. Okay. Kurz mal warten. Was denn? Die ganze Nacht. Oh, komm schon. So, versuchen wir mal anders jetzt. Da sind noch mehr. Aber warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Moment mal. So, was haben wir uns nicht gesehen? Ey, mit der Fackel kommt er zu uns hier hin, ne? Die mit dem Licht müssen wir irgendwie ausschalten. Okay, das machen wir auch. Dann müssen wir vielleicht Hector mal holen. Auf geht's, amigo. So, ihn müssen wir da hinten auf jeden Fall markieren. Da muss ich aber einmal umdrehen vorher. Bevor er uns sehen kann. Was ist das? Kurz warten. Ich glaube, das könnte funktionieren, was ich vorhabe. Wenn wir gleich was über blöde Kuh geht zum Rind, dann werden wir den einmal. Dafür muss natürlich er an uns vorbei. Das ist der. Okay, das funktioniert nicht. Gut. Wie man die ganzen killen kann, ohne dass sie uns einen immer erwischen, ne? Das Gewitter ist da. Also was kann ich werfen? Das muss ja von da hinten geworfen werden irgendwie. Setzt du den Stall in Brand. Okay. Okay, machen wir jetzt im anderen, was anderes erstmal. Gehen wir jagen. McCoy war also der Name. Sogar Dr. McCoy. Klar, du bist nicht wirklich ein Doktor, oder? Wenn sie Glück haben, werden sie es eines Tages. Muss keiner hingehen. Lass mir die beiden auf jeden Fall runterkraften. Was ist denn los? Du kommst ja gar nicht mit. Ich lass mir nur Zeit. Ist das passiert? Wehe, ich erwisch dich da drin. Sprechen wir nochmal? Hey, nein. Was war ich denn? Überhaupt nicht unheimlich. Hallo? Wo bist du? Sehr lustig, dich zu verstecken. Oh, das ist offen. Alter, die müssen auch irgendwie loswerden da. Sauerei.
Das ist jetzt schwierig. Obwohl, ich kann mit dem McCoy kann ich leider auch nichts machen. Vielleicht gesagt, der McCoy kann einmal. Dunkelheit macht mir nichts aus. Ich kann übrigens einfach nutzen. Das Problem. Okay, machen wir es anders. Hier ist der Plan. Ja, wir machen es anders. Oh, warte. Ich kann ihn nochmal ausnocken gleich. Mal gucken. Weiter nochmal. Hey, wo ist Frank? Ich dachte, er ist hier der Post und nicht wir alle. Da ist irgendwas. Er ist weg. Jetzt kommt Bianca. So, Bianca werden wir einsetzen. Gucken, ob das klappt. Klarer Fall für Bianca. Bereit, Bianca? Sofort. Na also. Enno gehört jetzt. Ach Mist. Er ist nach New Orleans aufgebrochen. Und jetzt an die Arbeit. Wir haben uns die ganze Nacht. Sechs. Okay, so war es nicht geplant. Komm zu. Wir haben ihn auf jeden Fall. Ihn sind wir auch losgeworden, okay. Holen wir uns ein. Ja. Was machen wir so? Jetzt machen wir mal. Teufel! Komm mal hierher. Tritt mal bitte in Bianca rein, das wäre super. Bitte in Bianca treten. Ja, immer noch sieben. Ist nichts dabei. So, ihn bringen wir schnell weg. Der wiegt ja anscheinend nichts. Bianca haben wir auch wieder bekommen, ne? Sehr gut. Okay. Jetzt könnten wir McCoy natürlich da hin. Speichern Sie nochmal. McCoy schicken wir jetzt hier hin. Wie weit ist das ja nicht, ne? Hey, stapel das Stroh hier auf. Aber den ich eigentlich gar nicht da, ne? Setzt du den Stall hin. Hey, wo ist Frank? Ich dachte, hier ist hier der Post und nicht wir alle. Klappe. Soll ich noch mal was? Speichern kurz mal. Hector? Ich mach's mit Singstimme. Ah, kommt aber nicht hin. Okay, dann nehmen wir jetzt so. Ich habe das richtige Werkzeug. Oh, die sehen mich natürlich. Die Fackel sehen sie mich natürlich. Wurde ja gesagt. Okay, die haben schon Alarm geschlagen, müssen wir uns nicht mal eilen. Und hier drin verstecken. Der erste Longcode gehört mir. Mist. Ein kleiner Alarm, aber. Hier drüben wurde kein Alarm geschlagen, sondern nur in diesem Gebiet. Blöd, dass jetzt zwei Leute rumlaufen, aber. Ich speichere trotzdem mal. So, der erste Longcode ist dead. Beiden wieder ab oder bleiben sie jetzt für immer da? Ich glaube, die gehen wieder rein, ne? Ne, die gehen zur Patrouille, okay. Natürlich blöd für uns. Genau meine Art von Kampf. Viele habe ich nicht. Ist das irgendwas? Oh oh.
Das Gas ist völlig leer. Alles oder nichts. Was hält für ein Weilchen? Ich sehe dich. Okay, ist das dumm? Noch mal kurz laden. Aber das ist gar nicht so ein blöder Plan eigentlich. Alle betäubt gleich hier, dann kann Hector sich einen anderen holen. Muss ich schnell gehen. Mal sehen, was klappt. Oh oh. Viele habe ich nicht. Da kommt einer ein bisschen benutzt. Vorsichtig damit. Was ist das? Was Gas ist? Müssen wir hier unten leider killen? Die beiden sind weg. Luftanhaltung ist die beste Medizin. Nein! So, einmal töten. Und jetzt vier. Die anderen auch. Nummer 5. So. Lass mal da liegen. Jetzt haben wir noch die beiden, aber pass auf. Okay, die haben wir auch gekillt. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viele übrig. Die müssen wir online mal killen. Heuverteiler. Oh. Nein. Nichts dabei. Okay. Jetzt haben wir die eigentlich alle. Also nicht alle, aber die meisten. Und wir werden starten, wir da vorgehen. Beziehungsweise auch, wie man die da unten alle bekommt. Da müssen wir uns eigentlich nur in die Büsche schleichen, ne? Da sieht mich auch keiner, oder? Außer er da oben vielleicht, aber... Alle anderen... Feste Maß. Okay, das war dumm. Ja, man muss ja ein bisschen was ausprobieren, ne? So. Eingekillt. Gleich muss zu den nächsten Leuten. Ist jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich glaube, man könnte es auch so hinbekommen. So, beide versuchen mir was einzugießen, ohne zu kleckern. Jo, kann man ihn nicht einfach von hier killen? Okay, klappt nicht. Ah, nein, ich habe dich gespeichert, oder? Doch, habe ich, gut. Okay, jetzt können wir nicht, aber wir können das Licht hier oben einmal ausmachen. Das war der Wind. Das war der Wind. Der Wind war das. Okay. Bei ihnen auslöschen, löschen jetzt nur die anderen aus. Die hier zum Beispiel. Also wie laut meine Schrotflinte wäre hier. Wird auch Zeit. Schöne Kinder. Ja, die hören das alle drüben. Okay, das macht keinen Sinn. Und ihn da jetzt killen macht auch keinen Sinn, denn... Aber... Die großen Kerle übernehmen. Holen wir uns ein.
Also gut. Ich komme rein. Na, komm mal her. Dann haben wir Glück und... Sie haben die Zunge. Versteckt sich da drin jemand? Nein. Oh. Mist. Okay, das war dumm. Das war dumm, gebe ich zu. Für ihn müssen wir mehr hier rüber pfeifen, glaube ich. Holen wir uns ein. Pass auf, gehen wir weiter runter. Jetzt machen wir mal Lärm. Ich erwische dich da drin. Ich sehe ihn. Ach Mann. Hätte man anders lösen können. Habe ich aber nicht. Holen wir uns ein. Ich melde dich da raus, Herr. 13. Sie haben die 12 ausgelassen. Glaubst du, ich kann nicht bis 13 zählen? Okay, die haben sich erwischt. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden reinkommen. Natürlich die Frage, wie wir die auseinander bekommen. Also, eigentlich macht Sinn, den anderen Typen als erstes zu killen, da. Aber geht ja nicht weg da, das ist das Problem. Dass ich mich jetzt hier hinstelle und gleich loslaufe, dann könnte ich ihn vielleicht killen, ohne dass der andere mitkriegt. Der zweite Longcoat gehört mir. So, und ihn killen wir jetzt auch von hinten. Hoffentlich klappt das. Okay. 14. Gut. So, da sind noch mehr Longcoats. Müssen wir uns auch holen. Da kann man hoch, okay. Runter konnte ich gerade eben nicht gehen da, witzigerweise. So, die lassen wir kurz hier. Die müssen wir irgendwie loswerden da. Da oben sind auch noch welche. Aber wir müssen erstmal die Longcoats hier loswerden, beziehungsweise den einen hier, den da. Also bräuchte man vielleicht nochmal eine Fackel. Wollen wir da? Das sollte als Fackel reichen. Okay, schauen wir mal. Also du bist ein Doktor. Ein echter. Haben Sie ein Problem damit? Schlösser knacken, schießen. Lernt man das in der Doktorschule? Ich habe viele Talente. Ist gar einer Weg längs, ne? Oder kann ich mir unten längs gehen? Ah, okay. Komm mit. Ich hab mal einen Weg gefunden. Ach, der Koi geht in den Weg. Ja, so. Das sollte auch möglich sein, glaube ich. Hier unten längs. Mal im Ernst, was hat es mit der riesigen Bärenfalle auf sich? Na, Bianca, die Liebe meines Lebens. Sie haben dem Ding einen Namen gegeben? Hast du das gehört, Bianca? Er ist eifersüchtig. Okay, ihn können wir nicht einfach so überwältigen, wie ich sehe. Dann müssen wir schon irgendwie anders killen, ich weiß noch nicht wie. Und ihn hier oben? Na gut, das Lager räumen wir beim nächsten Mal weiter auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne nochmal rein, wenn ihr Lust habt. Und beim nächsten Mal, ja, machen wir das Lager klar, würde ich sagen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Mm-hmm.